Hello Friends, Michael Buchinger hier. Ich habe eine Zeit lang sehr viel gedatet. Ich würde gern sagen, ich habe mehr gedatet als Taylor Swift, aber ich habe Angst, dass sie mich verklagt. Deswegen werde ich heute nichts Regimekritisches sagen. Egal. Meine liebste Form des Datings war Online-Dating. Ich fand das super. Ja, man kann überlegen, man hat nicht sofort diesen ersten Eindruck, ich finde, du bist hässlich, du riechst noch Knoblauch, sondern du kannst erstmal länger darüber nachdenken, was du gerne schreiben möchtest, aber wie ihr euch bestimmt denken könnt, birgt das Online-Dating nicht nur positive Dinge, nein! Es gibt auch sehr, sehr viele Nachteile und in diesem Video erzähle ich euch meine fünf schlimmsten Erfahrungen beim Online-Dating. Die erste Sache, die bei dieser Form des Datings natürlich ein Problem darstellt, ist Lügen, Lügen, Lügen. Ja, das Internet ist einfach voll von Fake News, nicht nur politischer Natur, sondern auch in Sachen Sex. So nenne ich Sex. Und Dating, da wird viel gelogen. Ich meine, mir ist natürlich das Offensichtlichste passiert. Ich habe mit einem Typen geschrieben. Ich dachte mir, er sieht toll aus. Dann habe ich mich mit ihm getroffen und mir ist klar geworden, okay, seine Fotos im Profil kommen aus einer Zeit, als Bill Clinton noch Präsident war. Er hat völlig anders ausgesehen, gealtert. Wie eine Wachsfigur nach einem Feuer im Wachsfigurenkabinett. Und ich meine, das ist eh bis zu einem gewissen Grad irgendwie normal. Ich persönlich würde keine alten Fotos von mir verwenden. Ein Foto von damals, als ich 13 war, im Sommerurlaub. Keine Ahnung, wenn ich damit anlocken würde. Ich möchte es nicht wissen, aber ich habe auf jeden Fall während meiner Online-Dating-Zeit meine Bilder bearbeitet. Ich habe meine Fotos so sehr bearbeitet, dass ich Angst hatte, nicht gefunden zu werden, falls ich mal gekidnappt werde. Einfach weil alle Fotos von mir nicht der Realität entsprachen. Wer beim Online-Dating noch nie bearbeitete Bilder verwendet hat, der werfe den ersten Visco-Filter. Bearbeitete Fotos sind eine Form des Lügens. Man hübscht die Realität ein bisschen auf, finde ich persönlich okay. Eine andere Form des Lügens finde ich aber nicht gut, nämlich einfach das Verdrehen von Tatsachen. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Typen geschrieben, da war ich so 20, 21 und er war 28. Behauptete er zumindest. Und schon damals habe ich es geliebt, Leute im Internet zu stalken und ich bin auch sehr, sehr gut darin. Ja, es sollte meine Aufgabe sein, das Corona Contact Tracing zu machen. Gib mir einfach ein Bild von einer Gruppe Männern in einer Bar und eine halbe Stunde später sage ich, okay, das ist Jürgen, das ist Max, das ist Thomas, seine Schwester lässt sich gerade scheiden. Lange Geschichte. Ich finde jeden anhand des Vornamens, das möchte ich damit sagen und ich habe ihn gefragt, diesen 28-jährigen Typen so, hey, na, wie heißt du? Ich schreibe so ungern mit Leuten, deren Namen ich nicht kenne. Was eine absolute Lüge ist, ja, ich habe auch gern Sex mit Leuten, deren Namen ich nicht kenne. Und er meinte so, ja, mein Name ist Boris. Und mehr habe ich nicht gebraucht. Eine halbe Stunde später hatte ich sein komplettes Profil, einen ganzen Stammbaum seiner Familie und auch herausgefunden, dass er 35 ist. Und ich meine, das finde ich einfach nicht okay. Er versteht ja dann meine ganzen jugendlichen Anspielungen nicht auf Fidget Spinners. Schlimme Erfahrung, könnte man sagen. Eine weitere schlimme Erfahrung, von der ich euch gerne erzählen möchte, ist, schau, beim Online-Dating ist es ja manchmal so, dass gewisse Leute einfach nicht mit ihrem Gesicht rausrücken, mit ihrem Facepick. Und das ist ganz besonders beim schwulen Online-Dating so. Ja, die Menschen sind vielleicht nicht geoutet, sie möchten gerne diskret bleiben, vielleicht sind sie bisexuell, aber höchstwahrscheinlich haben sie eine Ehefrau und 3 Kinder. Dazu später mehr. Und als ich noch relativ jung war und neu beim Online-Dating, fand ich das auch irgendwie prickelnd. Und ich habe mit so einem Typen gechattet, 2 Wochen lang. Und er hat mir Bilder seines Körpers geschickt. Wir haben auch intim gesprochen über unsere Vorlieben. Und damit meine ich nicht unsere liebsten Farben. Oh, ich mag Indigo. Nein, ich mag eher Azur. Sondern über sexuelle Vorlieben. Und er wollte nicht mit seinem Gesicht rausrücken. Und wie gesagt,
diesem Zeitpunkt fand ich das irgendwie auch ganz prickelnd. Und dann meinte er, Michi, ich muss es dir jetzt sagen, wir kennen uns. Und er hat mir dann ein Bild von sich geschickt und es war tatsächlich jemand, den ich relativ gut kannte. Und ich dachte mir, diese Person wusste wahrscheinlich, dass einer meiner liebsten Filme E-Mail für dich ist und dachte sich, ja, das wird so wie in Michis Lieblingsfilm. Ja, ich bin Joe Fox und wir lieben uns bis ans Ende aller Tage, wenn ich dann enthülle, wer ich wirklich bin. Und ich fand es so strange. Ich würde wirklich sagen, das ist auch unsere Freundschaft im realen Leben ein bisschen beeinflusst hat, zumindest für eine Zeit, weil ich das so eigenartig fand, dass jemand, den ich persönlich kenne, dann im Internet so mit mir flirtet und mir diese intimen Infos über meine sexuellen Vorlieben entlockt und dann irgendwann so sagt, haha, die ganze Zeit über war es ich, dein guter Freund Torben. Ich dachte mir, Torben, du bist für mich gestorben, okay? Ja, also so schlimm war es nicht. Wir haben diesen kleinen Konflikt überwunden und sind auch jetzt wieder befreundet. Aber ich fand dieses Manöver äußerst, äußerst eigenartig. Und das passiert dir nur beim Online-Dating. Nächste merkwürdige Erfahrung beim Online-Dating. Andere Länder, andere Sitten. Ja, was du beim Online-Dating nicht immer mitbekommst, es sei denn, die andere Person kommuniziert es. Jetzt hatte ich kurz einen Schlaganfall. Sorry, kommuniziert es ganz offen, ist die Nationalität. Nicht, dass es wichtig ist, aber es ist auch nicht unwichtig. Manchmal chattest du mit jemandem, dann kommst du zum Treffen und er sagt, na Michi, was hast denn du hier für köstliche Pfifferlinge am Start? Und du denkst dir, okay, okay. Und das ist halt einfach eine andere Art des Sprechens, das verstehe ich schon, das ist ja nicht so eigenartig. Aber ich finde, oft kann man ja, also andere Nationalitäten flirten einfach anders. Und ich habe eine Zeit lang so eine Phase gehabt, habe ich einfach, ohne es zu wissen und ohne es unbedingt zu wollen, also es war jetzt keine Präferenz von mir, aber ich habe mit sehr vielen Americans gechattet. From the United States of America, my dear. Und ich weiß nicht, warum ich einen britischen Akzent mache, wenn ich über Amerika rede, aber wir müssen einfach damit umgehen lernen. Auf jeden Fall habe ich mich mit diesen Typen dann getroffen, es waren sicher 2 bis 3 und dann im Laufe des Gesprächs oder nachdem wir die ersten Worte ausgetauscht haben, bin ich drauf gekommen, okay, sie sind Amerikaner, wäre grundsätzlich super. Wo ich dann wirklich einen Unterschied gemerkt habe, ist, dass heute, und das ist ein absolutes Vorurteil, aber ich glaube, es ist was dahinter, Amerikaner sind besonders in Sachen Flirting, Liebe und Dating sehr direkt. Und ich bin in meiner Art zu flirten doch recht europäisch. Ja, ich mache diese ganze Brigitte Bardot-Sache, wo ich so tue, als würde ich einen Typen hassen und ich sitze da in meinem schwarzen Rollkragenpullover und rauche meine Zigaretten und sage so, na, bitte greife mich nicht an, ich habe kein Interesse. Und das ist meine Art und Weise zu sagen, oh, ich habe großes Interesse, lass uns miteinander gehen. Und Amerikaner, beziehungsweise zumindest die, die ich gedatet habe, sind doch sehr direkt. Und es war nicht selten der Fall, dass ich so nach dem ersten, zweiten Date eine SMS erhalten habe, wo drin stand, schau, ich stehe auf dich, ich möchte, dass wir diese Sache probieren. Ich finde, wir könnten etwas haben, was wirklich wunderbar ist. Ich bin nur ein Junge, der vor einem anderen Jungen steht und sagt, Baby, let's do it. Und ich war sehr überfordert von dieser direkten Art. In manchen Fällen war ich dann wie eine Muschel und habe mich wieder zurück in meine Muschel begeben. Andere Male habe ich davon profitiert, dass mein Gegenüber so direkt war. Aber ich verstehe, ich habe schon lange nicht online gedatet, das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich beim Dating jemanden fragen würde, woher kommst du? Bitte zeig mir deine Geburtsurkunde. Ich finde es nur nicht unwesentlich in Sachen Flirtkultur, zu wissen, wo die andere Person herkommt. Nächstes eigenartiges Erlebnis beim Online-Dating. Ich habe mich, da war ich auch noch relativ jung, ich würde sagen 19, mit einem Typen getroffen zum Pizza-Essen und wir haben uns eben kennengelernt auf GayRomeo und wir haben gechattet und er hat ganz nett gewirkt und dann haben wir uns eben getroffen und während wir so unsere Pizza Margherita genascht haben, meinte er so, oh ja, ich sollte dann wieder nach Hause zu meinem Ehemann. Ich dachte mir, what the fuck? Wir sind auf einem Date und du lässt jetzt, nachdem wir, ich glaube, eine Woche miteinander geschrieben haben, jetzt lässt du springen, dass du verheiratet bist. Ich meine, ich fand es damals schon irgendwie strange, weil dieser Typ war 20.
Und dachte mir, warum bist du verheiratet? Und natürlich, dass dieser Typ dann mit mir auf ein Date geht. Und ich bin sicher, das war 2013. Ja, im Jahr 2013 war ich noch so, aber nicht doch. Wenn ich heute Single wäre und ich wäre auf einem Date mit einem Typen und er würde springen lassen, dass er verheiratet ist, würde ich sagen, schau, wir haben 2021, shit happens. Wenn du mich willst, will ich dich auch, sag deinem Ehemann Bescheid, wir können einen Dreier haben, ich bin für alles offen. Aber 2013 war für die Dating-Kultur ein bisschen eine andere und es hat mich schockiert. Ich musste dann weg. Ich habe so getan, als hätte ich keine Lust mehr auf Pizza. Das ist eigentlich die größte Lüge aller Zeiten. Ich keine Lust auf Pizza und bin gegangen. Die letzte schlimme Erfahrung beim Online-Dating, wenn nicht sogar die schlimmste. Wir alle, die wir online gedatet haben, kennen das. Geghostet werden. So nennt man das heute, wenn du mit jemandem chattest und es ist gut, alle sind so gut drauf und plötzlich kommt von der anderen Person keine Antwort mehr. Heute nennt man das geghostet werden. 2013, als ich zuletzt gedatet habe, nannte man es, die andere Person ist ein verschissenes Arschloch, ein absoluter Dreckswichser, wir haben nie wieder Segen. Das tut einfach weh, es tut wirklich weh. Du verstehst dich mit jemandem eigentlich ganz gut, es gibt ein Hin und Her. Dann kommt plötzlich keine Antwort mehr und du denkst dir so, okay, vielleicht habe ich irgendwie keine Frage gestellt, dann stellst du eine Frage und es kommt auch keine Antwort mehr und dann bist du in dieser eigenartigen Situation zu sagen, okay, ich habe jetzt zwei Nachrichten geschickt, auf die keine Antwort kamen, gebe ich auf? Oder mache ich so wie bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn, dass ich immer mehr Nachrichten hinzufüge, bis es so ein 15-schichtiger Big Mac der Verdammnis ist, weil es war einfach, also ich habe das nicht genossen und ich würde viel, viel lieber von der anderen Person einfach blockiert werden oder ich hätte auch viel lieber, dass sie einfach sagt, hey, ich möchte nicht, du bist nicht mein Typ, was auch immer, als dass sie einfach nicht zurückschreibt. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit, ein Zeichen unserer Kultur, dass die Leute sich alle Optionen offen halten. Ja, heute schreiben sie dir nicht zurück, du bist es nicht mehr wert, eine Antwort zu erhalten, aber sie möchten dich trotzdem nicht ganz wegkicken. Ja, vielleicht sagen ihnen in den nächsten zwei Wochen alle anderen Leute ab oder sie werden selbst geghostet und dann bist du wieder gut genug und dann schreiben sie dir wieder und das finde ich absolut beschissen. Ei. Online-Dating, ich sag's euch, ich habe hier wirklich, glaube ich, 2-3 Jahre lang online gedatet und ich habe das Gefühl, ich habe Stories für immer und ewig. Das ist sicher nicht mein letztes Video zu diesem Thema, aber mich würde interessieren, was waren so eure Erfahrungen beim Online-Dating? Ich bin sicher, besonders das letzte Jahr, die Pandemie und so weiter, war wahrscheinlich die Hochzeit fürs Online-Dating. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die jetzt ihre Dates über Zoom abhalten und danach den Laptop mit einem Feuchtpapier abwischen müssen und das ein bisschen drüber kerchern. Die Leute werden kreativ. Deswegen bitte, ich möchte diese Stories hören. Schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Für weitere lustige Anekdoten aus meinem Leben, hört euch gerne meinen preisgekrönten Podcast Buchingers Tagebuch an. Tatsächlich ist er preisgekrönt, ich lüge nicht. Und ja, danke, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!